Jenny Erpenbeck. Gehen, ging, gegangen. An einem Donnerstag Ende August versammeln sich 10 Männer vor dem Roten Rathaus in Berlin. Sie haben beschlossen, heißt es, nichts mehr zu essen. 3 Tage später beschließen sie, nun auch nichts mehr zu trinken. Ihre Hautfarbe ist schwarz. Ein Akt der Verzweiflung, mit dem Asylsuchende in Berlin auf ihr Schicksal aufmerksam machen wollten, im Buch wie in der Realität. Mit diesem Protest begannen die Recherchen von Jenny Erpenbeck. 1,5 Jahre lang ist sie für ihren Roman in den Alltag von Menschen eingetaucht, denen nicht viel mehr als das nackte Leben geblieben ist. Wie geht man mit Verlust um? Wie geht man damit um, dass die Biografie so Brüche hat? Wie geht man damit um, dass die Identität plötzlich ganz neu definiert werden muss, wenn eigentlich alles weg ist, was man bisher gekannt hatte? Im Roman stellt diese Fragen Richard, emeritierter Altphilologe auf der Suche nach neuem Sinn. Er nimmt Kontakt auf zu den Flüchtlingen und erfährt von den Kriegen in ihrer Heimat, ihren Irrfahrten, ihrem Kampf mit der deutschen Bürokratie. Unerwartet entsteht Nähe zwischen den Männern aus Afrika und dem Professor aus der ehemaligen DDR. Es gab einen großen Umbruch, der stattgefunden hat, obwohl man vielleicht den Ort, an dem man gelebt hat, gar nicht verlassen hat. Und das ist, glaube ich, schon ein Erfahrungsvorsprung, den man als Ostler hat. In Gehen, Ging, Gegangen wagt Jenny Erpenbeck eine kleine Utopie. Ein Appell an die Zivilgesellschaft und eine Erinnerung an die Werte, für die Europa eigentlich steht.